Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind jetzt nach dem Göweil und ich werde wahrscheinlich irgendwann immer wieder mal einen R in den Namen mit einbauen, wo er nicht hingehört. Das ist mir nämlich schon mehrfach passiert, dass ich das mal Göweil genannt habe, aber ich glaube, es heißt Göweil bloß. DLC und das ist jetzt hier auch zumindest auf der Karte schon mal aktiviert. So, jetzt können wir mal ganz kurz, na, wir gucken uns das mal ganz kurz an im Shop. Die ganze Sache, die es da jetzt gibt. Und zwar kann man das hier unter herunterladbaren Objekten da Göweil pack. So, also eine normale Zange für 1600, okay, eine normale Folienballenzange von mir aus. Ich weiß gar nicht, ob es Ballenzange für eckige Ballen schon gibt, weil die könnte man eigentlich für diese 120mm Ballen, 120er Ballen ganz gut nutzen. So, das funktioniert dann für 180er Ballen. Dann haben wir hier eine Wickelmaschine, die quasi portabel ist. Die kann man sich so vorne an den Traktor anhängen. Die kann ich mir heute machen, mal groß. Die kann man sich so vorne an den Traktor hängen und kann dann hier den Ballen sozusagen mit Anfahren aufnehmen, dann wird er gewickelt, buff und abgelegt. Kann man währenddessen auch transportieren. Wer ganz genau was sehen will, kann auf Kornhub gehen. Da ist es einmal als jedes Gerät mit Funktion zu sehen. So. Also, auch eine Option brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja jetzt momentan eigentlich eine Ballenwickelmaschine bzw. eine Ballenpresse mit Wickelmaschine dran. So, dann haben wir hier nochmal eine Ballenwickelmaschine, die quasi hinterhergezogen werden kann, die dann halt eben ganz normal, wie diese Ballenwickelmaschine funktioniert, und die klappt sich aus und dann wird dann hier so der Ballen rein, wird das Ding eingewickelt, ab dafür, Attacke. So, dann haben wir das Ganze hier nochmal mit, wo, und das ist speziell, ja, das muss man sich vielleicht sogar wirklich mal gucken, also das Ding, das parkt man sozusagen neben dem Feld. Ne, also man hat es hier dran hängen, so zack und fertig ist gut. Und dann stellt man das Ding hin. Das hat hier einen eigenen Antrieb, einen eigenen Motor mit einem eigenen Tank. Und das hat auch einen Sinn, weil du parkst das Ding einfach, also der Rahmen, der stellt sich dann auf die Erde, ne, das lässt man ab. Hier sieht man ja, kann man hier schön ablassen. Hier hinten senkt sich das automatisch ab. Die Achse kippt, glaube ich, so ein bisschen nach hinten weg oder nach vorne weg. Weiß ich gar nicht, in welche Richtung. In eine Richtung kippt jetzt das Rad weg. Und dann steht das ganze Gerät da und dann kann man quasi von einer Seite den Ballen da, oder kann man den Ballen hier reinlegen, dann wird er gewickelt. Also ob jetzt Quaderballen oder Rundballen, weiß ich gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Nee, macht keinen Unterschied. Kann man beides da reinlegen, dann wird das Ding gewickelt und dann fällt es auf der anderen Seite wieder raus und dann kann man das einsammeln. Ja, eigentlich interessante Technologie, also interessante Technik. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber ist okay. So, dann haben wir hier die standardmäßige Ballenpresse. Das ist einfach nur normale Ballenpresse mit Anhalten, allem, was dazugehört. Ich dachte, dass man hier vielleicht dann jetzt eine Ballenpresse kriegt, wo man nicht anhalten muss. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist das Standardding. Dann haben wir das ganze Standardding hier noch mit automatischen Wickeln dran. Alles hübsch, alles schicki. Was hier interessant ist, es dieser Ballendreher, also dieses Teil, wenn man das hier mit dran hat, dann werden die Ballen halt quasi nach hinten rausgerollt und die poppeln dagegen und dann kippen die auf die Seite und dann liegen sie halt eben, die Rundballen liegen dann halt auf ihrer flachen Seite einfach. Ist ja auch ganz gut, ne? Das Ganze kann man hier noch mit einem Siliermetalltank ausrüsten, was den charmanten Vorteil hat, dass man dann mehr Silage aus dem Gras herausbekommt. So, das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier war bloß der Ballenwickler dran. Genau, hier ging das nicht. Aber ich glaube, hier ging das, oder? Nee, ging auch nicht. Irgendwo konnte ich, haben wir das noch dran. Na egal. So. Und dann kommen wir zu den beiden Highlights. Und da sehen wir auch schon, warum Highlights, weil hier ist noch highpreisig. Und das ist jetzt das, wo es jetzt interessant wird für uns zu überlegen, wollen wir auf unserem Hof so eine Maschine haben oder wollen wir es nicht haben? Generell habe ich natürlich diese CLC schon abgewartet in der Hoffnung, dass ich dann bestimmte Ballen machen kann. Ich weiß gar nicht, ob hier dabei steht, welche Fruchtsorten da gehen. Hier stehen die Fruchtsorten mit dabei und da sieht man, da geht halt eben auch Häckselgut. Hier, das ist Rübenschnitzel und Mischfutter. Maisgehäckseltes sozusagen, das kann man da reinfüllen. Sieht auch sehr spannend aus. So, also, um das mal ganz kurz zu erklären, wie es funktioniert.
Das hier hinten fährt dann aus, ist wie bei der Kistenmaschine, also da, wo man Rüben und Kartoffeln in Kiste machen kann, ist es hier ähnlich aufgebaut. Ne? Das wird dann hier reingekippt, dann wird das hier drinnen transportiert, hier drinnen wird der Ballen gemacht, dann kommt der, rollt der Ballen hier nach vorne, wird hier gewickelt, boff, fällt raus. Das Ganze steht dann so ein bisschen diagonal zum Traktor, da muss auch ein Traktor dran sein, damit das läuft, weil es hat keinen eigenen Antrieb. Gibt es auch mit Selinmitteltank, kann man da anbauen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt entstanden ist. Wo die hier hingekommen ist, aber man sieht hier, also in dem Ding hier, da ist, ne, also hier ist wirklich, also, keine Ahnung, hat der Rechner am Kotzen gerade. Ich glaube, ich müsste es hinkriegen, dass ich hier den Rechner nicht zum Kotzen kriege, damit ich dann im Spiel nicht die Probleme habe. Okay, aber das ist noch was anderes. So, dann gibt es hier noch mit Ballendreher und ohne Ballendreher, ne, dann hat man hier wieder diesen Puppidl dran, dann kommt das hier, zack, puff, und liegt damit auf der Seite der Ballen. So. Gut, nee, das haben wir, Folienfarbe kann man auswählen, das ist klar. So, das wäre theoretisch eigentlich die Maschine, die eventuell bei uns dann auf dem Hof stehen würde. Wir sehen, mit Ballendreher und Silage, Siliermitteltank, kostet uns das ganze Ding 244.000 Euro. Das können wir ja mal ganz kurz im Hinterkopf behalten. Hier gibt es das ganze Ding noch in größer. Die kann, glaube ich, noch größere Ballen, ne? Ich glaube, der kann bloß keine Ballen. Der kann nur, der kann nur die 125er Ballen. Und der kann auch die 150er Ballen, also die größeren Rundballen machen. Und gleiche Materialien, gleiche Technologie, ne? Das fährt nach hinten raus. Hier, zack, dann wird es da drinnen gewickelt und dann liegt das hier drinnen und fertig aus, Mickey Mouse. So. Interessant ist natürlich, dass er Mischfutter auch machen kann, weil dann könnte man theoretisch Mischfutter in Massen produzieren und könnte das Mischfutter ablagern in Ballen. Dann bräuchten wir nicht so viele Ballenlager, also okay, Strohballenlager brauchen, aber wir bräuchten kein Silageballenlager und wir bräuchten auch kein Heuballenlager oder Stroh, ja, na, Heuballen, doch, Heuballen brauchen wir für die Tiere, aber da können wir auch Rundballen nehmen, ist kein Problem. Und das wäre halt quasi so ein bisschen das. Ich weiß nicht, ob ich bei Heuballen automatisch dann sagen kann, er soll dann nicht die Folie drum machen oder ob ich die Folien abschnibbeln muss. Das ist noch was anderes. Das weiß ich nicht, ob das konfigurierbar ist. Gut, also, wie gesagt, 244.000 würde das kosten, was ich jetzt auf meinem Hof haben wollen würde, damit es funktioniert. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen nämlich noch etwas. Wir brauchen nämlich einen Ladewagen. Gut, Ladewagen ist jetzt kein Thema, ne? Da geht man hier hin und sagt man, ja, ich hätte gerne Ladewagen. Was hast du denn Schönes da so? Ladewagen, da haben wir Ladewagen. Da sind wir dann halt eben hier, wenn wir einen haben wollen, wo ein bisschen schon was reinpasst, ne? Also so ein bisschen Masse auch reinpasst. Hier passt auch alles das rein, was man da reinkippen kann. 23 Kubik. Hier hätten wir 16 Kubik, hier hätten wir 26 Kubik, Maximallast 6,5 Tonnen, 7 Tonnen, also der ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ja, 6,2 Tonnen Zuladung, der hat 6 Tonnen Zuladung. Ja, aber da sind wir dann auch schon bei rund und roh 70.000, hier haben wir 46.000. Ich sag mal, ist für Preis-Leistung eigentlich so ein bisschen das Beste. Der Kleine würde auch gehen. Unsere Verhältnisse. Müssen wir halt öfter mal zu dieser Maschine hinfahren, weil die Maschine hat ja einen eigenen Tank. Die kann ja dann weiter produzieren und daneben stellt man einen Hänger hin, der auf dem Autoloader steht, der dann die Ballen immer auflädt und dann kannst du das eigentlich am Feldrand die ganze Zeit arbeiten lassen. Eigentlich an sich gar nicht schlecht. Aber dann wären wir bei 270.000. Wir haben 300.000. Wir wissen es ja, ne? So. Beziehungsweise mit dem zusammen wären wir bei 290.000. Was wir noch brauchen, ist aber auch für den Mais was zum Häckseln. So, und da gibt es jetzt, Moment, Maishäcksler, was ist hier, Feldhäcksler, da gibt es hier dieses tolle Teil, damit machst du dich wahnsinnig, ne? Also das Ding, das macht ja, das hat ja keine Arbeitsbreite, nix, ne? Ne, wo ist denn das Ding, was ich suche? Was du so vorhängen kannst von Traktor, das ist alles nicht das Richtige hier, das ist ja alles ein Rasenmäher hier, der macht alles kalt. Was kommt denn da raus denn als Produkt? Weiß ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Das hier ist ein Pickup, glaube ich, ne? Ist ein Sammler. Ne, den meine ich nicht. Wo ist denn dieser? Geht der jetzt? Ach, Feldhäcksler Schneidwerke? Okay. Schneidwerke, wo sind denn diese Häcksler? Feldhäcksler, die habe ich nicht gefunden. Hab ich hier, wo sind denn die? Wo sind denn die? Naja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Teil, was du da von Traktor hängen kannst, das musst du irgendwo geben hier. Bin ich noch in meinem gemoddeten Ordner? Ne, ich bin hier oben. Ist hier mit drinne?
Nee. Die mit drinne? Nee. Ich hätte gedacht, das müsste das Ding sein hier, oder? Das müsste doch der... Mal, nee. Was macht das Ding? Der zerhäckselt. Ach, das zerhäckselt vor Ort, ne? Oder wie? Sieht komisch aus. Naja, gut. Okay, jetzt sehen wir uns nicht das, was ich suche. Ist das gar nicht mehr drin hier? Rübentechnik, Zuckerrohr, Baumwoll. Gibt es noch irgendwas, was da so in die Richtung geht? Einzelkorntechnik, Einseetechnik, Spritzen, Düngen. Ich hoffe, Mähtechnik, ist das hier mit drin, das Ding? Nee, das ist auch nicht mit drin. Wender, schmaler Ladewagen, Ballenpresse, Ballentausche, Kettensägen. Frontlader, Werkzeuge. Nee, das ist auch nicht dabei. Niederfertigung, Schiebeschild, Transportierhaltung. Hätte sein können. Postmaschinen, Radlerwerkzeug, Teleskop, Kompaktwerkzeug, Dollys, Tieflader. Nee. Wo ist denn das? Ist ja interessant. Gibt's das gar nicht mehr? Also, gut. Finde ich nicht. Den Häcksler. Gibt's hier irgendwie Mähdrescher, Feldhäcksler? Jetzt sind nur die großen Dinger. Nee, das brauche ich nicht. Mähtechnik. Was hat auch nicht drin? Witzig. Naja, auf jeden Fall bräuchten wir denn noch irgendwas, was uns häckselt. Also einen Feldhäcksler können wir uns nicht kaufen. Das ist, steht außer Frage, viel zu teuer. So, damit wir dann auch die ganzen anderen Sachen herstellen können, also noch ein paar Silageballen und sowas haben können. Gut, wir bräuchten natürlich einen Silageballenlager, damit die Silageballen vor sich hin gären können. Große Silage werden. Na gut, das kann man nochmal draußen rumstehen lassen. Also das können wir dann am Feldrand irgendwo hinstellen einfach, die Ballen. Also, das brauchen wir. Was haben wir dafür? Genau, jetzt wollten wir ja gucken, was haben wir dafür? Na, nee, da nicht. Nee, was haben wir momentan bei uns im Geräteschuppen, was wir dafür verkaufen könnten? So, wir hätten dafür hier Ballenpressen, 2 Stück. Das wären so knapp 40.000, die man da rauskriegen könnte. Und das wäre eigentlich schon fast alles, was wir da verkaufen könnten. War noch irgendwas? Doch, die Dings hier, die Ballenpresse. Ah, da habe ich ja beide. Noch irgendwas? Nö, das war's eigentlich, ne? Nur die Ballenpresse, die wir dann zu viel hätten. Wie mehr kann man da noch? Striegel brauchen wir, Güllefest, das brauchen wir alles, was brauchen wir alles? Ne, das wäre bloß das hier. Also diese 40.000 würden der ganzen Sache denn entgegenstehen. Ich muss mal rausfinden, wo diese... Kann ich in dem Shop suchen? Kann ja bestimmt suchen, oder? Ist doch bestimmt. Haken? Ja, da weiß ich wieder nicht, von wem das ist. Keine Suche? Das ist ja wirklich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es hier dabei ist, dieses Teil, so zack, 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 Feldhäcksler. Aber das ist ja nicht der, den ich dazu brauche. Der sieht lieber nicht so aus, als wie das Ding. Das muss ich ausprobieren. Das ist das Teil, womit du Pappeln ernten kannst. Ja, das kenne ich. Das ist ein Amola Pickup. Gab doch so Häcksler, die du von Trigger schnallen konntest. Das ist früher. Naja. Gut, werde ich noch rausfinden. Auf jeden Fall, das brauchen wir dann auch. Also wir sind in Rund und Roh, sind wir dabei, dass wir unser ganzes Kapital, was wir jetzt haben, dafür ausgeben würden, dass wir diese Ballentechnik haben. Weil hier machen wir ja nur Maiskörner mit. Wenn wir aber auch Silage-Mais haben wollen oder Mais silieren wollen, damit wir das Ganze alles mitnutzen können, wieder hier, dann ist es halt eben einfach, ja, kostet halt einfach mehr. Wir brauchen auch noch den Anhänger, ne, für den Rüben zu häckseln, den wollen wir auch noch kaufen. Im Rübenschnitzel können wir da auch in Ballen pressen. Also alles, was gehäckselt ist, kann da in Ballen gepresst werden. Wobei ich nicht weiß, was Rübenschnitzel denn wird, warum man Rübenschnitzel pressen sollte. Keine Ahnung. Aber ist ja möglich, ne? Also zum Transport von großen Mengen oder sowas kann ja möglich sein. Naja. Jedenfalls ist das jetzt so. Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Überlegung, was machen wir mit dem DLC, ne? Also, so richtig anwenden kann ich es eigentlich nicht. So, muss ich eigentlich sagen. Also, ich kann das Ding eigentlich nicht kaufen, weil ich dafür jetzt erstmal das Geld in der Menge gut mit ein bisschen hin und her tricksen könnte man sowas kriegen, aber generell nicht habe. Und B,
ich glaube auch den Anwendungszweck gar nicht habe. Schön ist auf die kleinen Beine. Das war der falsche Knopf. So. Also da ist, die Möglichkeit ist ja nicht schlecht, das nutzen zu können. Das muss ich ja sagen. Also da hätte ich durchaus Interesse dran, das zu nutzen. Aber momentan glaube ich zu teuer für uns. Ja. Also wenn wir einen Maishäcksler haben und ein richtig gut Häckselgut haben und das nicht in den dadurch denn nicht in den Dingssilo bringen müssen, dann ist das alles ganz okay, ne? Dann ist das wirklich komplett okay und dann kann man das auch nutzen. Eigentlich haben wir dann auch genügend, dass wir es nutzen können. Also das sollte eigentlich dann nicht schaden. Aber, ja, haben wir aktuell noch nicht. Und der kostet weit über 300.000. Also ist auch gar nicht mal so leicht jetzt zu realisieren, dass wir den schnell haben werden. Dass uns das natürlich dann ja eher teuer zu stehen kommt. So. Würde natürlich helfen, ne? Also wir könnten dann, bräuchten noch mehr Silage. Beziehungsweise dann kommt eigentlich diese dusselige Halle hier von dem Patch, die halb voll ist. Die wird dann wieder interessant, wenn du das mit den vielen Ballen machst, weil da kann ich ja halt insgesamt 250 Ballen bloß drin lagern, aber ich könnte von jeder Sorte halt sagen, ja, dann mache ich halt 50 Strohballen, 50 Silageballen, 50 Mischfutterballen oder irgendwas da rein, dass da alles erstmal vorrätig liegt, und zur Not verkaufe ich das dann halt, ne? Ich wüsste ja nicht, was Mischfutter bringt dann pro 1000, also da müsste ja mehr bringen als eigentlich, das wüsste ich gar nicht, bringt Mischfutter mehr als, kann ich Mischfutter überhaupt verkaufen? Mehr als Silage? Mischration bringt 226 und Silage bringt. Ja, dann kann ich es auch als Silage verkaufen. Aber guck mal, highpreisig. Steht irgendwas von 90. Und hier steht von 300 ein bisschen was. Was ist denn für ein Quatsch? Aktueller Preis ist 200 ein bisschen was. Und naja, gut, okay, gut. Also Mischration herstellen. Gut, ich meine, okay, machst du nicht nur reine Silage da rein, machst du ja Stroh da rein, aber trotzdem. Ja, gut, kannst ein bisschen mehr Geld mitmachen, aber so viel mehr ist es dann auch nicht, dass es sich das lohnen würde. So, jetzt springen wir nochmal schnell hinten in die Saab-Dings hier rein. Motor starten. Ist er oben oder ist er nicht oben? Ist nicht oben. Okay. So, dann fahren wir nämlich hier weiter. Ja, generell hätte ich jetzt zu sagen, wir haben zu wenig Nutzen für den Preis. Von der ganzen Sache. Aber ich fände es halt schön. Also so generell hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn wir so eine Maschine auf dem Hof hätten. Damit wir die gut benutzen könnten. Aber ja. Also ich muss mit mir noch mal ein bisschen darüber reden oder beziehungsweise mich noch ein bisschen davon überzeugen, dass ich das wirklich haben will. Generell bin ich da eher nicht von überzeugt. Aber das hat man schon öfter mal, ne? Ich meine, wenn es das Ding im Angebot gibt, für 50% weniger, kaufe ich das Ding sofort. Also wenn man das denn hier im Shop, ne, in der Angebotsliste sehen, würde ich sagen, dann ist das Ding gekauft, zack, Klappe zu, Affe tot. Weil das, was das kann, ist natürlich schon nicht schlecht. Also du kannst da jegliches Zeug einfach reinschmeißen, du kannst da Ballen draus machen lassen. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. So, was jetzt aktuell, ach so, das wollte ich auch noch sagen. Ist hier oben? Jetzt ist es oben. Hatte ich schon nach oben gedrückt. Ich weiß nicht, also ich muss mich gerade tierisch anstrengen, um reden zu können. Ich weiß noch nicht, was mit mir los ist, aber ich habe so leicht das Gefühl, dass mich eine Grippe oder ähnliches heimsuchen wird in den nächsten Tagen. Zumindest eine Erkältung. Es fühlt sich zumindest erstmal jetzt heute so an. Also heute ist Freitagabend, wir haben es jetzt 20 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Hab die Woche jetzt in der Woche gar nicht so viel gemacht. Hab am Wochenende das letzte Mal aufgenommen, hab nur mal ganz kurz in dieses DLC reingeguckt.
Und schon mal kurz drüber mir Gedanken gemacht, kaufst du so ein Ding gleich, stellst es gleich auf den Hof und zeigst mal, was es kann. Und dann habe ich aber gesehen, was das eigentlich nicht dem entspricht, was ich erwartet habe. Sag ich mal, nicht so ganz. Ich hätte jetzt so eine Maschine erwartet. Ich hätte auch eine Ballenpresse, die mir Quanerballen macht, gerne gewünscht, wo ich nicht anhalten muss, die aber alle Materialien einfach einsammeln kann und als Quanerballen macht. Das wäre mir viel lieber gewesen als alles andere. Also die sozusagen Silage einsammeln kann und irgendwas, das einfach dann zu Ballen macht. Das wäre mir sozusagen eigentlich das Optimum gewesen oder das, was ich so ein bisschen erwartet habe und wo ich so ein bisschen drauf gehofft habe, dass du was kommt. Aber naja, gut. Egal. Also, es kann also sein, dass ich morgen vielleicht keine Stimme habe oder dass ich jetzt am Wochenende keine Stimme habe und ich nicht dazu komme, aufzunehmen. Ich werde auf jeden Fall irgendwie eine Textnachricht, wenn das so passiert, auf dem Kanal posten, wenn es wirklich gar nicht geht. Ansonsten versuche ich zumindest erstmal, jeden Abend oder jeden Tag, so fit wie es geht, von jeder Sache eine Folge zu machen, dass ich das dann erstmal fortlaufend weiterlaufe. Es ist natürlich auch ungünstig, dass ich jetzt genau auf Null gelaufen bin, weil ich die Woche einfach, sagen wir mal, doch schon eher mal wieder ein bisschen was anderes zocken wollte und auch was Langwieriges. Ich habe Victoria 3 gespielt, ich habe Civilization 6 gespielt und sowas. Und das möchte ich dann gerne halt dem Ton so ein bisschen abends alles hier schnell essen, dies, das fertig machen und dann um 20 Uhr in das Spiel rein und dann wirklich so richtig in das Spiel eintauchen. Dann bis 23 Uhr oder sowas. Und da habe ich mir dann halt eben mal einfach dafür die Zeit genommen. Keine Ahnung, ne? Kann ja jeder. Schade, sonst hätte ich nämlich ein bisschen was im Vorlauf gehabt, weil ich eigentlich ganz gut dabei war. Ich hatte am Sonntag eigentlich die Videos für, am Montag hatte ich die Videos für die ganze Woche fertig. Und na gut. Aber so ist es halt wieder, ne? Da hat man sich dann mal gedacht, Mensch, das Kind ist ja nicht so doll jetzt oder so wichtig und alles. Und dann wird es dann irgendwann wichtig. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.